Israels Führung trifft also politische und militärische Vorbereitungen, um mit aller Entschlossenheit auf den Terrorangriff durch die radikal-islamische Hamas zu reagieren. Und auch die Bevölkerung findet sich weiter im Ausnahmezustand. Nicht nur, weil ihre Sicherheit bedroht ist, viele bangen noch immer um ihre Angehörigen. Erst nach und nach werden die Toten identifiziert und solange hoffen die anderen, dass ihre Liebsten doch noch am Leben sind. Die Ungewissheit ist unerträglich. Seit Samstag haben Thoma und Hadas Shalom nichts mehr von ihrer Tochter Noam gehört. Sie war auf einem Rave-Festival in der Nähe des Kibbutz Re'im, nahe des Gazastreifens, als militante Hamas-Kämpfer ihren Angriff starteten. Noam was calling at 8:30, about 8:30 in the morning on Saturday. Noam rief mich am Samstag um 8:30 Uhr an. Sie weinte. Sie sagte, dass es Schüsse gab. Sie haben sie in der Nähe gehört. Sie müssten sich in Sicherheit bringen. Sie seien eine Gruppe von Menschen. Solche Dinge passieren hier manchmal. Es wurde sich immer sehr schnell darum gekümmert. Es gab immer Unterstützung. Ich habe ihr gesagt, kein Problem, du bist an einem sicheren Ort. Es wird bald vorbei sein. Wir sehen uns bald wieder. Sie sagte, okay, ich habe nicht mehr viel Batterie. Ich liebe euch alle. Und ich habe Angst, aber ich liebe euch alle. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich liebe euch trotzdem. Merkt euch das, hat sie gesagt. Mehrere tausend Menschen, meist Jugendliche, befanden sich am Samstagmorgen an diesem Ort, als Raketen abgefeuert wurden und Bewaffnete zu schießen begannen. Mindestens 250 Menschen starben, Dutzende werden vermisst. Es wird vermutet, dass sie in den Gazastreifen gebracht wurden und dort von Militanten als Geiseln gehalten werden. Drei Tage später suchen Thoma Shalom und seine Familie immer noch Krankenhäuser ab und hoffen, dass ihre Tochter nicht entführt wurde. Das war das letzte Mal, dass jemand etwas von Noam gehört hat. Und seitdem sind wir in einer Art völliger Dunkelheit. Niemand kann mir sagen, wo sie ist. Mein Schmerz ist mein Schmerz, aber das spielt für mich keine Rolle. Ich will nur, dass diese jungen Menschen nach Hause kommen. So viele Menschen leiden jetzt, völlig ohne Grund. In Tel Aviv hat Yam Hadari ebenfalls gesucht nach ihrem guten Freund Ram. Er arbeitete beim Festival. Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend. Der letzte Kontakt mit ihm war um 9.21 Uhr am Samstagmorgen. Er hat eine SMS an seine Mutter geschickt und in der SMS hat er gesagt, dass er sie liebt. Aber er sei in einem Container. Draußen seien viele Terroristen und es werde geschossen. Und es sehe nicht so aus, als ob sie da lebend rauskämen. Freunde und Familie suchten in den sozialen Medien nach einem Lebenszeichen. Sie wussten nicht, ob er entführt wurde oder was mit ihm passiert ist. Doch dann kam eine SMS. Seine Frau sagt, dass sie ihr jetzt offiziell gesagt haben, dass er tot ist. Seine Familie weiß es bereits. Ram ist einer der vielen, die bei dem Angriff getötet wurden. Traurige Gewissheit für die einen und weiteres Bangen für die anderen. Unsere Israel-Korrespondentin Tanja Krämer hat mit diesen Angehörigen gesprochen. Wir erreichen sie nun in Jerusalem. Tanja, ist den Einzelnen inzwischen klar, ob ihre Angehörigen sich in der Gewalt der Hamas befinden? Es gibt viele, die noch nicht wissen, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Wir haben das in dem Beitrag gesehen. Viele, die noch immer suchen, auch in den Krankenhäusern und nicht genau wissen, was mit ihren Söhnen oder Töchtern oder Angehörigen passiert ist. Man geht davon aus, dass zwischen 100 und 130 Menschen, Israelis, aber auch andere Staatsbürger, sich in der Gefangenschaft bei der Hamas befinden als Geiseln. Wir wissen, dass die israelische Armee mittlerweile mindestens 60 Familien bestätigen konnten, dass ihre Angehörigen sich in Geiselhaft befinden in Gaza. Es gab, für einige war es relativ schnell klar, es gab einige Videos, die hochgeladen wurden auf den sozialen Netzwerken, teilweise, wo man auch Misshandlungen sehen konnte von Menschen, die bei der Attacke am Samstagmorgen dann direkt verschleppt wurden in den Gazastreifen.
Und bei den Leuten handelt es sich um ältere Menschen, um Kinder, um junge Menschen, die auf einem Musikfestival waren. Aber auch, das sind zum einen die Zivilisten, aber auch um Militärangehörige. Und es sind auch andere Staatsbürger dabei oder solche, die zwei Staatsbürgerschaften haben. Hinter verschlossenen Türen wird im Moment auch verhandelt über diese Geiseln. Wie viel davon bekommen die Angehörigen überhaupt mit? Also welchen Informationskanal gibt es zu denen? Ich glaube, im Moment ist das noch viel zu früh und es wird auch nicht besonders viel im Moment über Verhandlungen gesprochen. Israel befindet sich im Krieg gegen die Hamas, gegen den Gazastreifen und im Moment liegt der Fokus da. Im Moment ist noch eine Zeit, wo man darauf schaut, dass die Menschen identifiziert werden. Es ist ein langwieriger Prozess. Das Land ist auch noch in einem wirklichen Schock, dass das überhaupt passiert ist. Vielleicht muss man ein bisschen zurückschauen. Es gab früher schon Geiselnahmen der Hamas, aber auch zum Beispiel der schiitischen Militantmiliz Hezbollah, wo es dann später Gefangenenaustausche gab. Aber Hamas war das zum Beispiel 2006, wurde der israelische Soldat Gilad Shalit in den Gazastreifen verschleppt. Damals wurde die Patrouille angegriffen rund um den Gazastreifen. Und der Soldat saß bis 2011 dort in Geiselhaft, in Gefangenschaft. Wurde damals gegen über 1000 palästinensische Häftlinge, die sich in israelischen Gefängnissen befinden, ausgetauscht. Solche Geiselnahmen sind oft sehr, sehr langwierig und Hamas wird dafür einen Preis verlangen. Wir wissen nicht welchen, darüber wird noch überhaupt nicht gesprochen. Es wurde nur schon angekündigt, dass wenn es weitere Attacken und Angriffe, Luftangriffe und Angriffe auf den Gazastreifen gibt, wurde sogar damit gedroht, einzelne Geiseln zu erschießen. Was sicherlich kommen wird, ist, dass sich Länder anbieten. Wir haben schon von Katar gehört, die vermitteln wollen. Ägypten wäre ein solcher Vermittler. Deutschland hat sogar früher hier im Nahen Osten in solchen Fällen vermittelt. Aber im Moment ist das noch zu früh, weil wie gesagt, im Moment steht der Krieg im Vordergrund, was allerdings auch ein Dilemma ist für Israel, weil natürlich sich diese Geiseln in Gaza befinden und Israel natürlich auch im Kriegszustand ist und den Gazastreifen im Moment ständig angreift. Vielen Dank für diese Informationen. Tanja Krämer aus Jerusalem.